Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Bellride. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen mittelalterlichen, doch schönen Wetterfolge hier im wunderschönen Sonnental. Und wir haben in der letzten Folge ein paar Kleinigkeiten gemacht. Zuerst haben wir mal in großer Mühe und mit großer Vorsicht ein bisschen Stroh geerntet, oben bei Tarians Mühle. Nein, ich weiß, die heißt nicht Tarians Mühle, aber sie erinnert mich immer irgendwie an World of Warcraft. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Wir haben einen Drescher errichtet, der jetzt auch im Betrieb ist. Dazu möchte ich gleich mit dir gemeinsam die Dresch-Optionen einstellen, Landwirtschaft 3 Herstellung. Theoretisch könnten wir, das lassen wir mal auf 5 und dann sagen wir, wir hätten ganz gerne Getreide. Können wir eigentlich mit dem Getreide hier, ich sage mal, die kann das. Okay. Dann sagen wir mal, machen wir mal 10? Ich habe echt keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Und beim Stroh, da brauchen wir aber Landwirtschaft 3. Ja, das kann sie nicht. Da werden wir aber trotzdem auch einmal sagen, machen wir da auch einmal 10 und dann schauen wir, was da passiert, weil ich habe echt keinen Plan. Aha, das ist schon einmal drinnen, der Weizen. Und dann schauen wir, was passiert. Möglicherweise produzieren die dann ja jetzt auch die Samen dafür, damit wir das selber anpflanzen können. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss mich da selber immer überraschen lassen, was dann da tatsächlich passiert, beziehungsweise was dann da tatsächlich möglich ist. So. Gut, dann schauen wir mal weiter. Und zwar möchte ich jetzt ins Dorf raufgehen, bevor der große Angriff kommt. Und möchte mir noch ein paar Bücher holen, beziehungsweise ich möchte mir gerne ein Bogenschießbuch kaufen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dass der gerade eins vorrätig hat. Und sollte er keins haben, ja, dann sind wir halt leider umsonst draufgelaufen, aber vielleicht finden wir doch das ein oder andere Buch, das für uns wichtig ist und dann hoffe ich, dass wir den Angriff recht gut über die Bühne bekommen. So, wo war denn der Büchermann? Steuerung U, dann sieht man auch, wo man hinläuft. Dann schauen wir mal weiter. Die Frage ist, wie sehr und wie stark ich meine Leute aufrüsten muss, damit ich da wirklich mal einen Angriff starten kann. Und dann eben einen Glockenturm bauen kann, damit das Dorf dann als befreit gilt. Das ist alles, ich muss schon sagen, es ist schon ziemlich aufwendig, aber es macht sehr, sehr viel Spaß generell. Und man muss ja nicht gleich kämpfen, sondern man kann ja mal die Strukturen des Spiels etwas besser kennenlernen. Was hast du heute auf Lager? Zweihand, Schilde, Stärke, Landwirtschaft wäre cool. Ernten, Jagen. Schilde, Stärke. Na, ich will gerne ein Bogenschießbuch. Ich hätte gern ein Bogenschießbuch. Befreie das Banditenlager in der Nähe von Padstow. Oh, das ist ein bisschen Händler in Not. Bringe 2 robuste Hemden. Bringe 2 robuste Hemden. Trophäe. Geräucherte Fisch. Geräuchertes Fleisch. Eine Hacke, eine Schaufel. Sicherheit geht vor. Wolfstrophäe. Robuste Hemden habe ich selber nicht einmal. Ja, wir müssen da auf jeden Fall viel, viel mehr. Da haben wir nämlich keine Feinde mehr. Da hätten wir noch ein Banditenlager. Frage ist, ob wir nicht das Banditenlager da mal gemütlich ausräuchern. Und dann einmal schauen, was wir da am besten machen können.
Schaffe ich das, glaubst du, alleine? Ich denke fast nicht. Ich bin so ehrlich und sage, ich denke, dass ich das wahrscheinlich alleine fast nicht schaffen werde. Ich meine, es ist nur... Die Frage, die sich mir auch stellt, ist, kann ich nicht eventuell bessere Ausrüstung mir schon anziehen, dass ich zumindest ein bisschen stabiler unterwegs bin? Weil... Ja... Jetzt geht auch irgendwie das Holz aus, oder bilde ich mir das nur ein? Schauen wir mal. Verwalten. Holzfällerbeil. Haben wir nicht ein Holzfällerbeil? Natürlich haben wir eins. Benötigt ein Werkzeug. So. Wir haben irgendwo ein Holzfällerbeil liegen. Da nicht. Da haben wir die Schaufel, da haben wir eine Hacke. Ah, wir brauchen Hacken, Schaufel. Ah, das müssen wir alles in Auftrag geben. Ich sag's ganz ehrlich, das müssen wir alles in Auftrag geben. Herstellen. Verwalten. So. Eine Schaufel bitte. Einfache Spitzhacke. Kupfernägel. Wie viel Kupfernägel? Kupfernägel, immer 5 aus einem Barren. Ja, dann machen wir mal 2 Kupferbarren. Brennofen verwalten. Und sagen wir mal 2 Kupferbarren. Dann machen wir 3, dann haben wir wenigstens einen auf Lager. Zinnbarren machen wir auch noch, dann haben wir wenigstens 2 auf Lager. Und dann... Machen wir da 4. Passt, dann haben wir immer 2 auf... Was habe ich denn jetzt getan? Zinnbarren haben wir einen. Machen wir es so. Dann haben wir immer 2. So, jetzt passt es aber. Holzfällerbeil. Holzfällerbeil. Okay, ich glaube, irgendjemand hat sich das Holzfällerbeil geschnappt. Sollten wir vielleicht was essen? Verbrannten Pilz. Geräucherten Pilz. Perfekt. Da wird eh auch wieder geräuchert. Sind wir immer recht gut bestückt. So, dann möchte ich da noch ganz kurz schauen. Ich würde gern sehen, was cool wäre, wenn man sieht, was man selber anhat. Definitiv, das wäre okay. Ah, Saatgutbeutel, was kann der? Ermöglicht den einfachen Transport von Samen zum Anpflanzen. Heugabel. Durchdringend. Beschlagenes Hemd. 4 Riemen. 4 Felle, 1 Zinnbarren und dann ist das nur mal erforscht. Was habe ich eigentlich für eine Waffe? Ich habe aktuell eine einfache Axt, eine Spitzhacke und den Ulmenkurzbogen. Das ist schon weit weg irgendwie. Weißt du was? Wow, das ist ja riesengroß, das Gebiet. Da haben wir ja noch gar nichts wirklich aufgedeckt, sage ich ganz ehrlich. Kupfer, Kupfer. Zinn. Da ist auch ein Lager. Das ist
gar näher irgendwie. Soll ich mal die Dorfwache mitnehmen? Dorfwache. Ich nehme jetzt mal die Dorfwache mit und schaue, ob ich da Erfolg hätte. Oder soll ich es doch lieber lassen? Ich bin mir gar nicht sicher, was da jetzt passiert. Ich sag's ganz ehrlich. So, wie schaut es denn da überhaupt aus? Nicht genügend Ressourcen. ...164 Getreide. Okay, was mache ich jetzt mit Getreide? Stroh. Weizen. Getreide. Aha. Moment. Das wächst. Ja. Das wächst. Ja, ist das cool. Kann man das abernten da schon? Nein, das ist noch nicht fertig. Aber das ist voll cool. Wir haben unser eigenes Getreidefeld. Hey, es läuft. Ja, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, wenn ich sehe, wie schön das hier jetzt funktioniert. Weil dann brauche ich nicht mehr jedes Mal da rauflaufen. Ja, haben wir nur Weizen. Genau. Perfekt. Knoblauch. Flachs. Schaut hier aus. Flachs ist schon. Aber warum setzt das trotzdem? Er pflanzt es ja trotzdem, obwohl es auf Null gestellt ist. Es ist nicht geerntet. Okay, das muss ich jetzt selber abernten, oder wie? Ist Knoblauch drin? Muss ich das jetzt selber abernten? Das gibt's ja nicht, oder? Das wäre jetzt ein bisschen gar hart. Ja, das wäre jetzt da gar ein bisschen hart. Ja. So, dann lassen wir da einfach Schnüre draus machen, oder? Webstuhl. Einfache Schnur. Genau. Seil braucht Flachs und Hanf. Leinen braucht Schilfrohr. Stroh braucht Stroh. Ja, das ist wieder dieses andere Stroh. Ich mache jetzt einfach Schnüre. Ich meine, die Frage ist, wie lange ich da jetzt stehen kann, bis mir das so langweilig wird, dass das... Aber ja, das wäre eine Aufgabe offscreen. Ich mache jetzt das letzte Stück einfach Schnur, ja. Dann gebe ich das ins Verwaltenauftrag, fülle das voll und... Also eins ist eins, genau. Okay, dann sagen wir hier Webstuhl verwalten. Und Zielmenge erreicht, okay. Dann sagen wir 10. Dann nehmen wir das raus und dann sagen wir hier, weiß ich nicht, machen wir 30. Bei haben das mal genug. haben wir da jetzt noch eigentlich
Ja, muss man selber ein bisschen Micromanagement betreiben. Ich glaube, wir haben... Wir haben hier selbst noch ein bisschen was verwalten. Wir können kein Strom machen, weil wir niemanden haben, der Landwirtschaft 3 hat. Das gibt's nicht, weil Otto hat Landwirtschaft 3, oder? Otto hat Landwirtschaft 6 von 6. Kann ich nicht eigentlich? Moment einmal. Kann doch irgendwo meine Leute, die Annie, Annie hat keine Landwirtschaft, schau dir das an. Annie hat aber Landwirtschaft 2 von 4. Annie braucht Landwirtschaft 3. Was macht denn die gerade eigentlich? Warte mal. Was hat der jetzt wollen? Nee, oder? So, I'm sorry, ich muss noch ganz kurz schauen. Landwirtschaft 3. Lagerung, Bevölkerung. Annie liefert, Annie erntet. Annie macht aber keine Landwirtschaft. Dann sagen wir ihr, sie soll Landwirtschaft mitmachen. Otto ist definitiv unser Landwirt und unser Lieferant. Oskar ist unser Forscher. Na, warte mal. Ne, Annie erntet. Und Oskar. Macht nebenbei auch Landwirtschaft. Ich kann nämlich, glaube ich, soviel ich weiß, kann ich den Leuten ja nicht direkt zuweisen, wo sie arbeiten sollen, beziehungsweise der Drescher. Ja. Ja. Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. Aber da werden automatisch zugewiesen. Passt. Okay, dann haben wir das mit den einfachen Schnüren jetzt schon einmal ein bisschen besser geregelt. Ich muss hier nur ganz kurz... Das machen wir so. Genau. Seilzielmenge erreicht. Einfache Schnur, das und Leinen. So. Na, das ist nicht. Da ist auch nicht. Dann gehen wir da wieder zurück. So. Ja, dann lassen wir das einstweil da. Und holen noch ein paar. Holen noch ein bisschen was. Da haben wir noch Flachs, genau. Und legen das da auch noch dazu. So. Ich will das abernten. Ich weiß, es ist jetzt schon spät, aber ich will das abernten aus dem einfachen Grund. Knoblauch könnte man auch gleich nehmen. Die Frage ist, wie lang Knoblauch hält. Ich glaube, Knoblauch hat nahezu... So.
So, dann machen wir das so, dass wir hier sagen, wir wollen aktuell aber auch keinen Knoblauch mehr. Hanf gerne, ja. Rote Beete, Zwiebeln, von mir aus, Salbe brauchen wir nicht, Radieschen gerne, Kartoffeln. Ja. Optimal. So. Immer noch Flachs. Okay, das ist Beute. Ja, dann schmeißen wir das da jetzt rein. Knoblauch, Flachs. Ah, Seile. Ressourcen. Ausrüstung. Quizgegenstand, Werkzeuge, Waffen, Ausrüstung. Nee. Seil. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab da ja. Mach mein eigenes System. So. Passt. Okay. Hab's verstanden. Dann gehen wir jetzt eine Runde schlafen. Bin neugierig, wann der Überfall stattfindet. Was haben wir hier noch? Handwerk, Handwerk, Kochen, Schilde. Jo. Schlafen. Ein Tag bis zum Winter. Jetzt wird's dann bald kalt. Überfall erwartet. Sehr, sehr gut. Morgen erwartet Überfall in deiner Siedlung. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit, ein bisschen was vorzubereiten. Ich nehme jetzt gleich mal was zu essen. Und dann... Was haben wir denn Gutes? Ein Pilz. Einen verbrannten Pilz. Und Beeren. So, die sollen da mal... Dürfen uns gern weitermachen. Der ist immer noch am Verteidigen. Und ich schau mal rauf, was wir da oben machen können. Es müsste hoffentlich klappen, dass wenn wir das, den Weizen ernten, dass wir dann daraus Stroh machen. Weil Körner haben wir ja jetzt genug. Also, wenn wir jetzt nicht genug Körner haben, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir tun sollen. Hätte ich vielleicht im Drescher sagen sollen, dass wir jetzt nur mehr Stroh brauchen? Ich glaube, das hätte ich ihm sagen sollen, aber es ist egal. Wir machen da jetzt mal weiter. Wir bereiten uns vor. Ich hätte gern wieder ein Bogenschießbuch, ein besseres. Auflaufen. Die Riemen, die kann man herstellen. Übrigens, das, ich meine, das habe ich wahrscheinlich eh schon ein paar Mal gesagt. Die Riemen kann man herstellen, aber erst in Tier 2. Und das ist das Problem. Einhand, Zweihand ernten, Bogenschießen. Lehrlingsbuch, brauche ich nicht mehr. Alles Lehrlingsbücher. Ich meine, ich könnte in die andere Stadt reisen und schauen. Ich könnte aber eigentlich auch... in meine Stadt gehen, von dort aus zu dem einen Händler... Wir haben ja den Flusshändler, also den Seehändler, sage ich, nenne ich ihn jetzt mal. Und zwar, wo haben wir das, unser Reiseschild? Da, der Seehändler. Des verbannten Handwerkers. Da haben wir ein Reiseschild. Ich glaube, da werden wir mal hingehen.
Ansonsten treffen wir einfach Vorbereitungen für unsere Stadt. So. Das läuft. Schaut's hier jetzt aus? Drescher verwalten. Ja, Stroh wollen wir. Benötigt Landwirtschaft 3. Wir haben Landwirtschaft 3, nur wir haben zu wenig von dem Zeug, glaube ich. Fanf. Flachs. So, da geht's weiter. So. Da wächst auch noch Flachs. Da muss ich selber ernten, aber wenigstens steigert es dann mein Ernten. So, wie viel Platz habe ich noch? Nicht mehr viel, das heißt, ich gebe das Zeug jetzt hier mal ab. Sind wir voll. Dann bringe ich das darauf. Gehen wir daher und schauen wir mal, ob wir einfache Schnüre verkaufen können. Das wäre ja optimal, oder? Wenn wir ein bisschen Handel betreiben können. Sollte ich eventuell vielleicht sagen, hey Leute, es kommt bald ein Angriff. Vielleicht machen wir einen Zaun. Passt. Vielleicht so. Könnte besser sein, definitiv. Ach Gott, dieses Baumenü treibt mich zeitweise in den Wahnsinn. Warum kann ich die Kamera nicht besser entfernen? Also warum kann ich mich nicht weiter zurückziehen? Und vor allem, was ist da im Weg? Was ist da im Weg? Da mal zu. Machen wir da mal zu. Dann haben die jetzt einen Auftrag. Ja, mir gefällt das. Was jetzt noch cool wäre, ist, wenn man selber Wege bauen könnte. So, da will ich gern hin. Bleib mal stehen, mein Freund. Ich bin... welchen Gegenstand? Was? Kaufen.
Cool. Verkaufen. Er kauft einfache Schnüre. Ja. Holz würde er auch kaufen. Aber das mit den Schnüren war schon cool jetzt. Ja, das passt. Ein bisschen Geld. Wir haben ein bisschen Geld eingenommen. Wir haben was gekauft, aber wir haben auch was verkauft. So, dann gehen wir da jetzt mal in unser Dorf hinein. Da wird schon gebaut. Sehr gut. Das passt auch. Dann gehen wir da jetzt noch ein bisschen Flachs ab. So machen und dann haben wir hier den Riemen. Dann haben wir jetzt 4 Riemen. So. Was können wir denn eigentlich bauen? Teuer Gewand haben wir selber an. Reisegewand ist Brustehose. Ja, es ist definitiv, wird es jetzt so weit oder kommt es jetzt so weit, dass wir was forschen müssen, wo wir tatsächlich gutes Material brauchen. Schau, da brauchen wir überall diese verdammten Riemen. Das beschlagene Hemd. Zimmermannshammer, auch Riemen, Rondell, Riemen, Heugabel. Heugabel würde man keinen Riemen brauchen, ja, Heugabel können wir. Ein Pfeilkorb, wird man Stroh brauchen. Bauen wir die Heugabel einmal. 2 zinnbaren Hammer und notfalls geben wir sie in Auftrag. Sagen wir gleich noch einmal verwalten, Rennofen. 2 zinnbaren, machen wir noch 4. Können wir überhaupt so viel produzieren? Wo ist denn eigentlich unser? Wo ist denn eigentlich unser? Das ist ein Bergbaulager. Kupfer, Zinn, wir haben nicht einmal mehr genug Zinn. Ja gut, dann müssen wir da definitiv weitermachen. Vorher werde ich noch was essen. Noch ein verbrannter Pilz, noch ein geräucherter Pilz und Beeren haben wir eh und dann wandern wir weiter. Schauen wir mal ganz kurz, Minimap, wo müssten wir hin? Wir müssten eigentlich Lehm ziehen, wir müssten da ungefähr noch ein, haben wir noch genug Ruf? Wir müssten da theoretisch noch da müssten wir definitiv noch. Oh, da ist gerade zu. Warum ist das Reiseschild gerade zu? Spannend. Das Kupfer. Kupfer. Kupfer, aber da ist Zinn, da müssen wir hin. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir den Weg da runter gehen. Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Aber wie das Ganze weitergeht, schauen wir sich in der nächsten Folge an. Ich werde mich jetzt von dir verabschieden. Wir sind bei 33 Minuten angelangt. Unmittelbar nach dieser Folge, in 2 Tagen erscheint die nächste Folge. Das verspreche ich dir, denn ich nehme jetzt gleich weiter auf. Aber, ja, ich freue mich schon drauf, denn wir haben ja in der nächsten Folge einiges zu tun. Ich möchte jetzt das Zinnerz-Farmen gehen und ein kleiner Cliffhanger muss einfach bleiben, damit die Spannung steigt. Was erwartet mich jetzt da unten? Zinnerz oder vielleicht doch der pure Tod? In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Bellrite. Bleib gesund. Servus. Studio!